befinde mich hier gerade im Türkenschanzpark. Wer an der Burke studiert, wird diesen Ort sehr bald kennen und lieben lernen. Die vielen Bach- und Teichanlagen, große Wiesen und seltene Baum- und Pflanzenarten, manche über 130 Jahre alt, machen diesen Park zum perfekten Ort zum Entspannen und Lernen. Und wer es wissen will, was ich mit dieser Kluppe hier mache und was Computer mit Baumwachstum zu tun haben, der schaut sich den nächsten Beitrag an. Schönen Nachmittag. Mein Name ist Sonja Wospanik und ich bin assoziierte Professorin am Institut für Waldwachstum. Mein Beitrag für den Studieninfotag lautet: Waldwachstum und Waldmonitoring, Bäume anfassen, messen und am Computer wachsen lassen. Am Beginn meiner Tätigkeit steht das Messen von Bäumen und damit beginnen wir auch gleich am ersten Tag des Bachelorstudiums Forstwirtschaft. Weih, Fichte 46. Durchmesser und Höhen können mit Messklumpen und Höhenmessgeräten bestimmt werden. Moderne Messgeräte wie der terrestrische Laserscanner ermöglichen eine detailgetreue Abbildung von Bäumen, die am Computer dargestellt werden können. Hier können auch Details wie Astlängen und Astdurchmesser gemessen werden. Möchte man wissen, wie viele Bäume im Wald stehen, dann können auf mehreren großen oder kleinen Flächen Bäume gemessen werden. Weite die Fichte dahinter. Wie viele solcher Flächen angelegt und welche Form und Größe sie haben sollen, sind Fragestellungen der Waldinventur. Drei ist drinnen. Der 10-jährige Zuwachs und das Alter eines Baumes wird durch Gewinnung eines Bohrkernes ermittelt. Für Totholz im Wald gibt es eigene Messverfahren, die im Laufe des Studiums mit uns in der Rosale im Burgenland probiert. Übrigens, habt ihr gewusst, dass in Österreichs Wäldern 1135 Millionen Kubikmeter Holz stehen? Damit kommen rund 128 Kubikmeter Holz auf jeden Einwohner und daher exportiert Österreich Holz. Buche 41. Fichte 32. Lärche 31. Fichte 46. Ein weiteres großes Themengebiet, mit dem ich mich beschäftige, ist das Waldwachstum. Bäume beginnen in tieferen Lagen Anfang April Holz zu bilden und je nach Baumart kann das vor, mit oder nach dem Laubaustrieb sein. In den Hochlagen beginnen die Bäume erst Mitte Mai zu wachsen und schützen vor Naturgefahren. Im Schutzwald, am Übergang zu alpinen Rasen, bilden Bäume nur noch Zwergwuchs und vom Wind deformierte Formen aus. Monitoring des Wachstums wird auf größeren Dauerversuchsflächen gemacht. Hier wird Konkurrenz zwischen Bäumen, Mischung, Wachstum und Klimawandel untersucht. Oder gemeinsam mit anderen Forscherinnen werden Themen wie Herkunft und Forstschädlinge bearbeitet. Das Wachstum von Bäumen kann mit Waldwachstumsmodellen beschrieben werden. Solche Modelle gibt es für einzelne Bäume, ganze Bestände oder auch für ganz Österreich.
Und schließlich gehört zu meinem Fachbereich das Vermessen von Holz an der Forststraße, wo das Holz an Sägewerke, die Papierindustrie oder Plattenwerke verkauft wird. Damit endet mein Beitrag und ich freue mich, euch im Herbst beim Bachelorstudium Forstwirtschaft und beim Messen begrüßen zu dürfen. Und da sind wir wieder. Und ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen und ihr wisst jetzt ein bisschen mehr darüber, was man mit einer Kluppe macht. Hier bei mir ist jetzt die Frau Sonja Wospernik. Frau Wospernik, schön, dass Sie heute da sind. Hallo. Danke für diesen Videobeitrag von Ihnen. Auch mit dabei natürlich wieder die Alice von der Studienvertretung. Hallo Alice, schön, dass du auch dabei bist. Und natürlich auch wieder die Theresa von der BOKU4U Studienberatung. Hallo Theresa. Hallo. So, und wie vorhin schon gesagt, wenn ihr Fragen habt, stellt sie in den Chat. Ich habe gesehen, ein paar Fragen sind auch schon wieder gekommen. Also bitte keine Scheu. Ihr könnt natürlich auch den Lehrenden Fragen stellen, wenn ihr eine besondere Frage zu einer Sache, die ihr im Beitrag gesehen habt, habt. So, die erste Frage werde ich jetzt übrigens auch gleich an die Alice stellen. Ich bin gespannt, ob du sie beantworten kannst. Und zwar, werden auch Feldtechniken und so weiter geübt im Studium? Feldtechniken? Also Fällen, Bäume fällen nehme ich. Also Feldtechniken? Jein, also es ist zwar nicht Teil des Curriculums, aber es gibt die Möglichkeit, den Motorsägenkurs zu besuchen. Der ist gefördert auf der BOKU und man kann sich am Institut für Forsttechnik dafür jedes Jahr anmelden und das ist meistens in den Semesterferien, also im Februar. Und es gibt immer zwei Gruppen, also es gibt die Möglichkeit, quasi ein bisschen extern, halb über die Uni den Motorsägenkurs zu machen. Und dann gibt es auch ein weiterführendes Modul, das findet auf Anfrage im September darauf statt. Also es ist die Möglichkeit, vorhandene Motorsägenkurse auch zu besuchen. Ja, danke schön. Gut, dann würde ich sagen, stellen wir mal eine Frage an Sie, Frau Wospernik. Sie haben uns ja im Video zahlreiche Messmethoden gezeigt und können Sie uns ein bisschen was darüber erzählen, wie die Studierenden diese Messmethoden im Zuge des Studiums kennenlernen? Ja, also das Forstwirtschaftsstudium ist ein Studium mit einem sehr hohen Übungsanteil. Bei unserem Institut ist das die Biometrie 1, Biometrie 2, Lehrforstübungen und auch Übungen zur Standorts- und Ertragslehre. Wir machen Übungen am Computer, Übungen im Feld. Bei uns schaut das so aus, dass wir mit den Studierenden in den Wald hinausfahren, dass sie das praktisch draußen üben. Wir legen sehr hohen Wert hier auf Praxisnähe, das wirklich vorzuzeigen und auch hier bis zur Auswertung wirklich mit ihnen betreut am Computer zu machen, sodass wir auch bei jedem schauen, dass sie das ausgewertet und fertig haben. Forstwirtschaftsstudium generell hat sehr viele Übungen, also auch zum Beispiel zu Fächern wie Botanik oder Forstpathologie gibt es Mikroskopierübungen oder zum Forststraßenbau, wo sie Straßen hier trassieren oder auch Übungen zur Vermessungskunde, wo sie das Vermessungswesen kennenlernen oder der Waldbau mit den praktischen Übungen. Und was würden Sie sagen, sind so Fähigkeiten, also Skills sozusagen, die man mitbringen sollte, wenn man Forstwirtschaft studieren möchte? Also Forstwirtschaft ist ein sehr breit aufgestelltes Studium, wo man wirklich diese drei Säulen hier abdecken, die Ökonomie, die Ökologie und die Technik. Ich glaube, es ist ein Studium, das sich hervorragend für sehr vielfältig interessierte Leute eignet, wo man wirklich auch eine sehr, sehr breite Ausbildung erhält, die dann später gut weiterhilft. Und eine weitere Frage noch. Sie erwähnen ja das Waldwachstum in Ihrem Video. Würden Sie sagen, man merkt schon auffallende Veränderungen wegen dem Klimawandel? Ja, also Waldwachstum und Klimawandel ist im Grunde das Forschungsthema in dem Bereich. Da wird ganz, ganz viel geforscht. Machen wir auch in der Lehre, gibt es natürlich vielfältige Messmethoden. Also eine, die ich hier angedeutet habe in dem Beitrag, wäre das Messen mit Dendrometer, wo man den Wachstumsbeginn messen kann. Also Dendrometer messen hier stündlich
den Zuwachs und kann dann schauen, wann wachsen denn Waldbäume. Die würden jetzt um diese Jahreszeit etwa zu wachsen beginnen, beginnen mit der Zellteilung, mit der Zellbildung und gehen dann irgendwann, das stärkste Wachstum ist dann irgendwann im Juni. Bereits im Sommer gehen die dann zur Spätholzbildung über und wann immer es dazwischen trocken ist, stellen die das Wachstum ein. Und das kann man natürlich beobachten und messen oder sieht man auch zum Beispiel in Jahrringfolgen, wo man sich das retrospektive länger anschauen kann und kann einfach schauen, wie stark reduziert sich das Wachstum. Das kann bei Klima so etwa 40-50% von der Jahrringbreite sein von einem Baum. Frau Wasbernig, betreuen Sie Bachelor- und Masterarbeiten bei Ihnen am Institut? Selbstverständlich, machen wir sehr, sehr gerne, machen wir sehr regelmäßig, schauen auch, dass wir hier gemeinsam mit den Studierenden ein Thema finden, das hier gut passt. Haben Sie eine große Bandbreite, die wir betreuen, schließt man eine Betreuungsvereinbarung ab. Da könnte man sich zum Beispiel sein Thema zu Waldwachstum und Klimawandel aussuchen. Und dann vereinbare ich mir normalerweise mit den Studierenden regelmäßige Treffen. Das heißt meist wöchentlich oder zweiwöchentlich, sodass man dann in einem halben Jahr bis einem Jahr seine Bachelor- und Masterarbeit abgeschlossen hat. Und das mache ich sehr gerne und macht auch sehr große Freude hier. Frau Wasbernig, was würden Sie sagen, bringen die Absolventen und Absolventinnen von Forstwirtschaft auf den Arbeitsmarkt mit? Was für besondere Eigenschaften, was zeichnet Absolventen und Absolventinnen aus, die Forstwirtschaft an der BOKU studieren? Zeichnet aus, dass sie sehr vielfältig einsetzbar sind, durch die vielen Übungen, meist auch die Forststudenten sehr gut teamfähig, können gut mit Leuten hier auch zusammenarbeiten, bringen auch viele praktische Fähigkeiten mit, dadurch, dass wir auch praktisch üben, sehr viel Doing auch machen, die können vom Computer rechnen, übermessen, bis hin zu Berichte schreiben, analysieren, bringen die sehr gute Fähigkeiten hier mit am Arbeitsmarkt. Ja, wir haben ja vorhin schon gehört von der Frau Elfriede Wagner, dass die Absolventen und Absolventinnen gute Jobchancen haben und auch sehr schnell eine Arbeit finden in der Regel. Alice, eine Frage an dich hätte ich gerne. Und zwar, da wir gerade ein Video gesehen haben, wo es vor allem um eben Modellierung ging und Waldmonitoring auch am Computer, würdest du sagen, man verbringt viel Zeit im Studium am PC mit eben genau solchen Themen? Es hängt davon ab, wie viel man sich dafür begeistern kann. Also zum Anfang des Studiums hatte ich überhaupt keine Ahnung jetzt von Statistik oder Programmieren, beispielsweise in R, das ist eine Programmiersprache, die man im Laufe des Studiums auch vielleicht erlernen kann, wenn man will. Und dann aber bin ich sehr hineingekippt. Also für mich persönlich ist es auch sehr schön, dass wenn ich meine Analysen am PC machen kann. Es macht mir auch wirklich viel Spaß. Natürlich gefällt das nicht allen Studierenden und viele sind dann eher nicht so begeistert, dass sie sehr viel am PC sein müssen. Aber ich muss zugeben, ich habe eigentlich erst so diese Begeisterung fürs Programmieren und fürs Arbeiten mit verschiedenen Analyseprogrammen im Studium entwickelt. Und ich habe jetzt auch vor ein paar Monaten ein Praktikum wieder gemacht, wo ich dann auch das angewandt habe. Und das war wirklich etwas sehr Zufriedenstellendes, wenn man eben Messungen draußen gemacht hat und dann kann man sich die Daten analysieren. Also das ist echt eine schöne Fähigkeit, die man auch im Studium erlernt, wirklich mit Daten umgehen zu können. Ja, danke schön auf jeden Fall für die Antwort. Und ich glaube, wir haben das diese Woche eben schon einige Male gehört, dass einfach wirklich in jedem Studiengang wir immer wieder auch eben das Thema Digitalisierung haben und eben Einsatz von Programmiersprachen. Und wenn einen das interessiert oder eine, dann kann man sich da auch komplett hineinstürzen in das Thema und auch das an der BOKU machen. Eine Chatfrage hätte ich an Sie, Frau Wasbernig. Und zwar, welche Dendrometer und Geräte benutzen Sie? Also wir haben automatisch registrierende Dendrometer. Da kann man mit einer Infrarotstelle auslesen. Das hat den großen Vorteil, dass man die an Einzelbäumen montieren kann. Wir messen in Trockengebieten, wir messen aber auch in den Hochlagen und sind damit unabhängig von der Stromversorgung. Können die einmal im Jahr auslesen und gehen dann einmal im Jahr hier, es sind derzeit, glaube ich, 300 Stück, die wir im Betrieb haben, derzeit einmal im Jahr dann einfach
das ab in Österreich und lesen die aus. Dankeschön. Und auch Dankeschön an die Person, die die Frage im Chat gestellt hat. Fragt ruhig noch mehr Fragen. So, schauen wir mal ganz kurz. Vielleicht, Therese, ich würde ganz gerne eine Frage noch an dich stellen. Wir haben ja vorhin kurz über freie Wahllehrveranstaltungen und auch über den Motorsägenkurs geredet. Jetzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir in der BOKU ja eben einerseits sehr viele Wahlfächer haben, aber auch spezielle Kursangebote. Wo kann man sich denn da informieren, was es da alles gibt? Ja, also die beste Anlaufstelle ist sicher BOKU4U, wo man, egal ob jetzt per Telefon oder Zoom oder E-Mail, einfach nachfragen kann, was es alles gibt. Zum Gesamten, also generell zu freien Wahllehrveranstaltungen, gibt es zu sagen, dass man sowieso jeden Kurs, jedes Fach, jede Vorlesung machen kann, die man möchte. Und da ist natürlich das Angebot sehr, sehr groß. Also eben von Jagdkurs bis Sprengkurs, solche Dinge, die man einfach machen kann, die dann möglich sind. In weiterer Folge kann man auch jedes andere Fach von jedem Studiengang machen. Also es könnte sogar sein, dass es ein Fach ist, also ein Pflichtfach aus einem anderen Studiengang etc. Also da stehen dann wirklich Tür und Tor offen. Und bei BOKU4U kann man sich mal informieren, wenn man ein bisschen Hilfe braucht, was es alles so gibt, was man machen kann. Und genau, man kann auch einfach im Online-System einfach stöbern, was es alles gibt an der BOKU und dann eigentlich jeden Kurs belegen, sofern natürlich die Kapazität möglich ist. Also wenn es kleine Seminare sind und Bachelor-Seminar ist jetzt klar, dass das für eine freie Wahlveranstaltung nicht so gut geeignet ist, aber eben normale Vorlesungen kann man eigentlich immer alle machen. Also ihr hört es, nutzt die Gelegenheit und seht euch das umfassende Angebot an Wahllehrveranstaltungen an der BOKU an. Wir neigen uns eigentlich schon wieder dem Ende. Das heißt, ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Pause. Frau Wosbernik, vielen lieben Dank, dass Sie heute da waren. Gerne. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen natürlich die Alice und die Theresa auch wieder nach dem nächsten Beitrag, in der nächsten Fragerunde wieder. Das heißt, wir machen jetzt hier eine kurze Pause und wir sehen uns gleich wieder und schauen uns an, warum unsere Waldbäume sterben. Bis gleich.